Moin Moin und zurück zu Duckes Dungeon. Ja, mit das ist wohl so. Dem Ulver. Ja. Und der besten Wärmeflasche ever im Rücken und die Schnurzucker. Ja, wir haben den ersten Dungeon Run abgeschlossen mit einem kleinen Schaufelproblem. Und dann kommen wir hierher zurück zu den Caretaker Goals. Successfully complete your first run. Das sind jetzt so Langzeitziele, Necromancer, Prophet, Necromancer. Auf jeden Fall, ja. Das ist Langzeit. Reden wir drüber gleich, wenn wir beim Embarken sind. Stagecoach? Wir brauchen neues Material. Neues Material. Wessel auf jeden Fall. Sollten wir die Wessel mitnehmen? Na gut, das ist useless. Das ist auch useless. Aber sie hat beide Heilungen, das passt. Okay. Ja, nimmst die nicht wegen Schaden mit, insofern ist das. A sister of battle, pious and unrelenting. Glaub, die sollen auch ganz gut sein. Oder? Ja, Helden ist ganz nett. Versus Unholy. Das ist natürlich nicht so geil, aber Warren's Adventurer ist ganz gut, Klatsch. Ganz gut. Ja, nehmen wir. Also wir sind sowieso nicht in der Position. Das Problem ist gerade, dass wir keinen haben, der Position 3 geeignet ist. Außer unser... Ja, der ist halt schon ziemlich... Aber ich denke, den müssen wir jetzt aber nochmal mitschleppen, weil ich glaube nicht. Geh mal die Man in Arms angucken. So, das ist nämlich nur 1 und 2, ja. Das nebendran ist, ja, ja, das immerhin. Geht bei 3. Ja, nee, das ist aber witzlos. Da nur einer da steht, der schreit und sich bufft, haben wir auch nichts von. Oh. Ja, okay, das ist. Die ersten zwei Skills sind die wichtigsten. Der ja. ist dann und der. Aber das geht da halb auf dem dritten, oder wie sehe ich das hier? Ja. Aber der kann halt nicht zuhauen, der kann halt nur stunnen, okay. Sich buffen und schreien. Mir davon den besseren aussuchen von den zwei. Das ist, glaube ich, eher hier, weil das ist. Das ist relativ undramatisch. Das hier ist eigentlich ganz. Was hat der andere? Der andere hat mehr negative Perks, glaube ich. Ja, okay, das ist komplett useless. Nee, dann lass den weg. Den nehmen wir mit. The raw strength of youth may be spent. Also, was ist jetzt noch wichtig? Heaven und Abby. Ja, jetzt müssen wir mal die Leute abspulen, die du hier voll gestresst hast, letzte Runde. Das ist der. Der Crusader da oben und den Rogue schicken wir am besten auch weg. Okay, woran sehe ich jetzt denn, wo ich die reinschicke? Cards and curtained rooms. Punkt 1, du kannst... Versuch mal den Crusader. Ja. So, der kann nicht. Ah. Das ist, weil er diesen Quirk hat, God-Fearing, der betet und sonst macht der nichts. Okay. Und der andere darf nicht zocken, weil... Der bekannt ist, dass er bescheißt, also muss er quasi muss er einen saufen gehen. Ja, dann würde ich sagen, Skull. Pack ne? den hier. Halt! Ja? Lass mal kurz gucken, ob die Taverne. Ach so. Es ist die Frage, ob wir es upgraden wollen schon. Muss nicht unbedingt, aber. Gut, wir hätten halt für alles. Die erste Stufe schenkt sich nichts, kannst ruhig. Ja. Kostet ja nichts. Ja, aber das sind schon 10 jetzt, okay. Ja, gut, das reduziert halt auch die Goldkosten. So, und bei der Abby hinten genau das gleiche. Da the hast cobwebs have been dusted, the pews set straight. Kann man machen. The Abbey calls to the faithful. Der kommt ins Nee, der kommt. Ah, ins nee. Transcept. Pray to a higher power. Dann will ich das hier upgraden. Dann willst du da vielleicht die erste Stufe machen. Ja. Gilded icons and dogmatic rituals. For some. Ja, weiß nicht, ob ich... Nee. Muss nicht, nee, muss nicht. Also du, vor allem, du brauchst das später noch für Waffen und Skill Upgrades. Okay, den tun wir da rein. Ja. So, dann sind die mal weg vom Fenster. Schadet nicht, sich erstmal so ein bisschen Vorrat an diesen Quests anzufangen. Okay, so, dann ist eigentlich erstmal nichts mehr wichtig. Nee. Gucken wir mal rein, was sich getan hat, okay. Jetzt hast du hier quasi alles in den Ruinen freigeschaltet. Ja. Das ist das, was wir eigentlich jetzt gemacht haben. Schon mal ein Short Run? Genau, sowas kannst du jetzt wieder machen. Dann haben wir hier, was haben wir noch zur Auswahl? Klick sie mal durch. Das ist auch ein Short Run. Plus 10% Damage Range Skills. Das ist eigentlich geil, ne? Ah, eigentlich. Stun Resist und Range Skills. Stun Resist geht halt runter, ne? Das ist der Spiel drauf.
Okay. Aber so oft werden wir jetzt nicht gestunt und so. Das wäre jetzt schon Medium. Das ist halt für einen Anfang Medium echt. Medium ist halt schon mal heftig. Will ich, glaube ich, noch nicht so haben. Und das ist. Auch Medium. Ja. Lass uns mal bei den Shortruns bleiben. Was macht denn der Ring hier? 25 Damage versus Unholy. Also, da finde ich das Highwayman-Item fast besser. Das hier? Ja. Ja. Lass das mal. Okay. So, der ist hier mit drin, den brauchen wir vermutlich auch wieder. Richtig. Jetzt die Vestal würde ich tauschen gegen die neue Vestal. Ja, hat die alles, was sie. Nee, hat sie nicht. Die kann halt dann nur heilen von da hinten, aber da du eh keine Möglichkeit hast, gerade Skills zu kaufen, weil du das aber noch nicht freigeschaltet hast, okay. Brauchen wir uns darüber jetzt überhaupt keine Gedanken machen. So, die Hellion, und das nimmt sich jetzt, glaube ich, nichts, wen du jetzt in Position 1 und wen du in Position 2 steckst. Okay. Doch, warte. Ich glaube, bei ihm ist bei es... Der, guck mal bei der Hellion nochmal. Die hat einen Skill, der erst nur aus Position 1 geht. Ja. Iron Sworn geht nur aus der ersten Position raus. Dann sollten wir die auf Position 1 packen. Und den hier auf 2. Und den packen wir hinten dran. So, was nehmen wir wieder mit? Das gleiche gelobt wie vorhin. Ich würde sagen 10 Fackeln. 8 Fackeln. 8 Fackeln. Das Deck hört auf, wenn du jetzt noch eine nimmst. Also ja, okay. 2 Schaufeln. 2 oder 3? 2 reichen, du musst sie nur benutzen. 2, ja. 2 Schlüssel. 2 davon. Ich würde einmal Herbs und einmal Bandages mitnehmen. Ja. Nur für den Fall, dass wir irgendwie eine Jungfrau finden oder was. 10, würde ich sagen. Das sollte reichen. Ja, okay. Sollte wirklich reichen. Go! Es gibt für das Spiel eine Curio-Liste. In der Steam-Community. Es gibt auch im Wiki eine. Ich benutze die aus der Steam-Community. The fiends must be driven back. And what better place to begin than the seat of our noble line. Das hier zum Beispiel kann man jetzt mit Holy Water machen. Ja. Ich meine, bei einer Confession Booth, okay, könnte man sich das auch denken. Ja, gibt das Stress Relief? Das gibt Stress Relief. Dann will ich es mit dem hier machen. Genau, solltest du. Holy Water? Schön. Das Spiel hat so oder so genug RNG-Bullshit, wie man gerade wieder eindrucksvoll bewiesen hat. Und ich glaube, 99% aller Leute, die das spielen, streamen oder sonst was machen, benutzen eine Curio-Liste, um das ein kleines bisschen im Rahmen zu halten. Okay, Falle, Curio. Ja gut, das ist jetzt auch wieder ein bisschen Stress, aber ich sag mal, es geht, wenn du nur einen Eingang zurücklaufen musst. Ja, das wird noch schlimmer, weil du musst ja da vorne wieder, hast ja wieder eine Kreuzung. Also, kacke. Das ist jetzt eine gute Frage. Ich glaube nicht, dass wir irgendeinen haben, der wirklich gut darin ist, fallen zu disarmen. 70. Ja, dann nehmen wir halt den. Ne? Nice. Und zack, hat der keinen Stress mehr. Oh. Das ist wieder Holy Water. Oh. Ja, das heißt, das haben wir jetzt alles leer. Der Vorteil ist, wir haben diesmal niemanden dabei, der klaut. For a task well performed. Bin natürlich geil, dass ich mein Feuer hier verbrate. Ja, aber das war gut. Oh, Room Battle? Gut, aber wir müssen eh. Das ist jetzt gesprungen. Wir müssen eh. Ich will noch eine haben, ne? Ja, wie solltest du? The match is struck. Dann könnten die nämlich... Oh Gott, 2 von den Goblet-Scheiß-Schrecken. Wunderbar. Ich mag euch auch. Tja, das war jetzt ein Surprise mit der Surprise. Was will ich denn da machen? Damit kann ich dem hinten eine geben. Mhm. Damit nicht und damit... Was macht denn das? 3 bis 6? 6 bis 12. Komm. Nice! Da geht ja echt so einer ab bei den Griff. So.
Also. Wenn du den Rampart genau auf den zweiten machst und den Knockback kriegst, shuffelt das auch den Goblet-Typen vor. Schön. Jetzt kannst du den nämlich mit dem Incision zum Beispiel angreifen. Mit was? Mit dem dritten. Mit dem dritten. Weiß nicht, ob das langt. 4-7. Ja. Boah, Schaden ist Schaden. Wir sind ja direkt wieder... Achso, aber ich kann nur healen. Bäh. Ja, die kann nur heilen. Versuch die Heldin zu heilen, weil du Krass kriegst einen Crit. Die. Worms. Ja, der darf aber jetzt vorher auch, ne? Wahrscheinlich. Kann sein. Nice. Ha! Kann ich noch mal? Ja, kannst du. 4-7. Komm. Nein! Lutscher! Ich will zu 4-7. Ja, jetzt. Das war's. Das ist dein Fehler, Junge. Kriege ich zwei Leute mit irgendwas? Nee. Nee. Will ich das nochmal machen und eins dann? Nicht wirklich. Eigentlich kann ich einfach einem aufs Maul geben. Ja. Kannst du versuchen, den ersten zu killen? Zu one-hitten? Ja. Weil der ist den... Ja, du kommst ja mit der Heldin gleich noch dran. Wenn es jetzt nicht langt, hättest du damit immer noch die Möglichkeit. Breakthrough nimmt 2, ne? Ja. Ja, das rückt die aber vor. Also, wobei, das ist gar nicht verkehrt. Ja gut, und der geht... Ach so, doch 3-6, komm. Ja, das ist schon falsch. Nice. Jetzt ist die nämlich auch wieder vorgerückt. Jetzt könnte sie theoretisch wieder Iron Spawn benutzen. Weil das nur auf das letzte Ziel geht und das stimmt einfach keiner. Ja, das stimmt. Boah, der Heal war jetzt aber nicht... Mach das nochmal, vielleicht wird's diesmal was. Ah, es ist... Och, schön. Ach so. Hab ich den schon gestunt? Das war der schon mal gestunt war. Der hat keinen Buff... keinen... Und die verschwinden alle? Okay, das ist mir auch neu. Das heißt, du musst, dass du weniger Loot kriegst. Also wenn du Corpses vernichtest, kriegst du am Ende des Battles weniger Loot. Ja, scheiße. Das wusste ich nicht. Will ich dann mal... Muss nicht, die ist noch voll. Na komm. Aber der Stress ist halt schon... Will ich das einsetzen? Ja, ne? Das oder Stun. Du kannst beides Stun oder beide Placken. Das bleibt dir überlassen. Es gibt immer so ein schönes Feuerwerk, wenn die getroffen werden. Ah, was mache ich denn da? Spawn, würde ich sagen. Einkillen? Du kannst halt auf den hinteren gehen mit Iron Spawn. Mit was? Ja. Ja. Ich hätte gern irgendwas, wo die ja, wenn ich jetzt Blei drauf machen würde, würden die ja. Dann würdet ihr einfach wahrscheinlich sterben, bevor er. Ja. Wird. Kannst du den hinteren noch. Ja. Den. Wenn du den zweiten stunst, schaffelst du den. Ja. Mit. Ja, komm. Ich glaube, von der Vorne kann der ja nicht schießen. Ja, ich versuche die dann, glaube ich, auch zu. Leiten. Diese Knüppelaffen machen nicht viel Schaden. Die beleidigen. Was für eine Knüppel? Der Knüppeltyp macht nicht viel Schaden im Vergleich zu den anderen. Machen wir blind den Gas auf. Oder ja, das, genau das. Das würde ich, ja. Oh, ja, aber dann kriegen die was? Wie viel? Da. 4 Damage. Oh. Mit einem bleibt das. Das sah eklig aus. Was vielleicht noch interessant zu wissen ist, wenn der jetzt am Dodge stirbt, der letzte, dann wird auch der Korps wieder verschwinden. Ach, scheiße. Ist aber nicht schlimm. Es sei denn, ich mach das und kill ihn so und nehme bei denen noch was mit. Nee, du kannst den letzten ja gar nicht anbeigen.
Wie viel kriegt der? 4 Damage, 3 Runden. Der ist eigentlich tot. Noch. Ja gut, der kann halt noch einmal agieren, hat noch 6 HP. Ich könnte aber jetzt da... Es macht aber keinen Sinn, ich muss Schaden machen. Ich würde fast versuchen, einen von den anderen zwei, den zweiten da zu... Schön. Is broken. Maintain the offensive. Haha. Ha. Nee, ich darf mich jetzt nicht zu früh freuen, sonst geht's wieder los. Karma und so. Das ist halt kacke, dass der jetzt nochmal. Bist du gestört, hab ich dich gefragt. Okay, die sterben jetzt eigentlich beide. Ja, die Frage ist halt, wenn du die... Ja, du kannst halt einen jetzt... Versuch mal, die nochmal mit der Black Grenade zu treffen. Und dann bleibt nämlich ein Korps über von dem einen zumindest. Ja. Wenn der andere jetzt stirbt, hast du immerhin noch 3 Korpses. Okay, das war eigentlich... Ja gut, es gibt sich nichts. Achso, den kannst du vielleicht mit Rampant noch killen. Genau, oder mit, das? Genau. Das heißt, jetzt kriege ich mehr Loot, weil alle Korpses noch da sind. Genau, so sollte es in der Theorie sein. So sollte es sein. Kurio, Kurio, Kampf, keine Ahnung. Genau. Okay. Davon jede Menge. Das ist schön. Oh, haha. Du kannst die auch ohne, ohne Holy Water benutzen. Ist die Frage, ob ich das möchte. Ich glaube nicht. Geht eigentlich. Das ist halt irgendwie 2/3 Chance, dass was Gutes passiert ungefähr. Mit wem will ich das machen? Das geht nur um Loot. Das gehörte zu den 2/3 Loot. Das ist gemein. Das ist deine geringe Chance, dass du irgendeine Krankheit dir zuziehst oder was. Ja, ich würde fast sagen, ich gebe den jetzt einfach volle Kanne auf die 12. Will ich das? Nee, aber die sind ja eh surprised, das heißt, ich habe eine Runde mehr. Genau, außerdem hast du einen Angriff, der beide trifft, oder? Den da. Der auch. Ja, der auch. Den meinte ich. Wow. Okay, bei dem Face hätte ich auch Angst. Aber die sind nur gestunt. Die haben jetzt keinen Schaden gegeben. Wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, hätte man vielleicht lesen sollen vorher. Du hast gesagt, der beide trifft. Ja, du hast 2 Angriffe, die beide treffen. Der eine Stunt, der andere macht Schaden. Stunts schon wieder. Oh. Stunts gerade über Stunten. Frieden den Friedvollen und Kaffee den Kaffeesüchtigen. Welchen von beiden gehörst du? Zu beiden. Wenn ich Kaffee habe, friedvoll, und wenn ich keinen Kaffee habe, dann bin ich nicht so genießbar. Ich glaube nicht, dass du weißt, was friedvoll heißt. Was? Willst du mich verarschen oder was? Ah, jetzt ist da gar nichts drin. Toll. Schön. Schön. Außer Stress nichts gewesen. Story of your life. Ja. Da ist was dran. Ey, das stresst jetzt auf den Black Doctor. Das ist nicht cool. Ja, das ist fast schon so gestresst, wie er war, als wir reingekommen sind. Ja. Ja, dann... Munch. Munch, munch. Danke. Danke, Spiel. Oh, 50, 60, 70. Bietet sich doch an. Komm. Ich nehme 2 davon. The promise of safety. Und einen doppelten Espresso. Ich wusste, dass die jetzt kommen. Hätte ich es mal nicht gemacht, weißt du, wie ich jetzt drin hängen würde. Mach den Party-Heal einfach, dann hast du 4-mal die Chance auf den Crit. Ja. Den Heal-Party, ja. So.
stunnen oder vergiften? Ich möchte die erstmal stunnen. Weil die dumm sind. Und weil sie böse sind zu mir. Hast du einen Angriff, mit dem die sich eins vorbewegt? Wie ist denn das mit dem Breakthrough? Ja. Dann würde ich das mal machen, weil dann kannst du hinterher die vierte Position angreifen. Wow! Nämlich gar nicht schlecht. Mach mal langsam, Mädchen. Was hat sie jetzt für einen Debuff gekriegt? Oh. Ja, okay, gut. Ist jetzt nicht so schön, ne? Nee, aber der Angriff war ja ganz, ganz solide. Ich könnte natürlich... Den dritten schaffst du nicht ganz, nee, aber... Den könnte ich umbringen, dann ist er weg. Wow! Hättest du auch den dritten geschafft. Ja, dann hätte ich auch, aber man müsste es halt vorher wissen, ja, aber hey. Ist schon klar. Oh. Chill, Junge, chill. Blöde ist, dadurch, dass dem sein Korb sich aufgelöst hat, ist jetzt niemand mehr auf der vierten Position. Ach so, kacke. Hm. Ich kann den ja nur bleiten. Ich könnte das nochmal machen, aber das bringt mir nicht viel. Ja, vor allem debuffst du dich dann selber nochmal. Ja. Schaffe ich beide. Naja, schaffe ich beide nicht. Hm. Das debufft dich auch. Ach so. Hau dem einen runter einfach. Ja, ich hätte auf den anderen gehen sollen eigentlich. Ja, wäre sinnvoller gewesen. Haha. Den schaffst du nicht. Ja. Kannst entweder stunnen nochmal. Aber der hat, ja, die haben Stun Resist. Ist ein bisschen... Oh! Oh! Jetzt aber! Schön, der resistet einfach mal allem. Spiel! Bitte! Sei lieb zu mir! Die können halt nicht mehr schießen, das ist ganz gut. Ja... So, komm, das... Was für ein tödliches Gewicht, du wiegst doch nichts. Was ist denn da noch dran, außer Fleisch und... Nee, überhaupt kein Fleisch. Also Fleisch schon mal nicht. Ich weiß nicht, vielleicht mag der ja Fleisch. Insbesondere, weil er ein Skelett ist. Da. Yo. Bio, was? To a killing blow. Merci dafür. Ich muss den killen. Hack den halt mal weg. Ha? Ja, hack den halt mal weg. Du musst schon laut mit mir sprechen. Ich bin gefühlt 80. Ja, komm. Dann mache ich jetzt... Oder ich könnte ihn healen. Und der kann jetzt... Nein! Kann er nicht! Black Grenade. Also. Musst du reichen. Puh. Ist ein Item gekriegt. Lucky Talisman, Grave Robber only. Boah, der ist aber cool. Hm? Wir haben aber keinen Grave Robber. Schlüssel. Schlüssel. Ja, das war mir klar. Das Anti-Venom, schmeiß das Anti-Venom weg. Schifte für dich. Okay, Scouting. Bitte Auge. Schön. Das ist so bombastisch. Das war ja klar. Gut. Bevor du in den Battle gehst, geh mal in dein Inventar. Ja. Du hast doch noch genug zu futtern. Ja. Fütter doch einfach mal die Vestel ein bisschen noch. Dem noch einen Happen. Mehr als einen Foodping wirst du ja nicht mehr kriegen. Ne? Ja. Kannst du die ruhig voll füttern. So, okay. Gott. Fackel ist auf. Haha. Ich würde fast den Breakthrough machen auf alle drei. Ja. Ich meine, klar, die debufft sich damit, aber dafür hast du jetzt halt fast alle. Wird den fast genau stunnen. Hinten einfach. So, ja, was macht die denn, ne? Die Party hier.
Bist du? Alle voll. Schön. Könnt den hier wegmachen? Ja. Executed with impunity. Was ist denn das mit den Krits hier bei den Jungs? Krits sind eine gute Sache. Ja. Allerdings nur, wenn ich sie mache. Oh. Huh. Na, Stunt hab ich. Jo. Irgendwie muss ich das ja wieder ausgleichen, ne? Aber eigentlich will ich den halt zuerst, ne? Ja, aber das andere ist ein Guaranteed Kill. The ground quakes. Schön. Alles klar. A singular strike. Die haben's heute, oder? Ja, doch gut geklappt. Ja. This expedition at least promises success. So, noch eine Fackel. Bücherstapel, ich glaube, von dem willst du die Finger weglassen. Okay. Bücherstapel sind ziemlich kacke. A stack of literary treasures in an unlikely location. Hätte ich jetzt da unten auch nicht erwartet, aber okay. Ich finde keine Bücherstapel. Ich weiß auch nicht, was da logisch wäre bei den Dingern. Man kann die halt mit Sicherheit mit einer Fackel verbrennen. Die Frage ist, was dann passiert. Nein, Bücherverbrennung ist scheiße. Ich ignore die jetzt einfach mal. Besser ist das. Ich habe nämlich keinen Strahl, was das tut. Oh. Ich hätte noch mal eine Fackel schmeißen können, ich voll Idiot. Oh. Naja, genau. Fackel gibt instant 100 Stress. Achso, das geht nur auf einen. Hund, Instant Stress! 100, ja. Wow. Also du willst diese Bücher nicht verbrennen, merken wir uns einfach mal. Ja, healen macht Spaß. Deswegen bin ich in Spielern immer so gern der Healer, ne? Weil... du einfach nichts tust, außer heilen. Da stehen und heilen, da stehen und heilen. Jetzt habe ich was zu tun. Ach du Kacke, ist gut, Jungs. Ja, klasse. Ja, klasse. Okay, ich nehme alles zurück. So ab und an ist so ein Heiler doch ganz nett. Ach, scheiße, ich hätte den Typen ganz hinten angreifen können. Ich voll Spaß. Ja, von nix kommt nix. Ich würde eigentlich gerne die Korps das alle behalten. Ich komme nicht dran an den. An den letzten? 4 Damage, 2 Runden. Ja, du kannst ihm einfach nochmal einen Plague reinfahren, dann stirbt er auf jeden Fall. Oh, aber ich glaube, der Korps stirbt auch. Das wäre schade. Ja, ganz ehrlich. Das ist ziemlich das am wenigsten Wichtige, auf das man achten muss. Okay. Die Herbs wahrscheinlich. Das ist der letzte Raum, oder? Ja, schmeißt die Hülse. Ja, dann schmeißt die Hülse weg. Oh. Ja, aber auch nicht falsch. Upsi. So, da braucht's wahrscheinlich... ein Lock-Sarkophagus. Was könnte man da benutzen? Jo, ne? Finding the stuff is only the first. Dann schmeißt du den zweiten Schlüssel. It must be carried home. Oder die zwei Fackeln, das ist auch... schön. 10 Gold effizient. Wow, wir haben wieder phänomenale 30 Minuten gebraucht. Ja, ist doch vollkommen in Ordnung. Ich
bin nur gespannt, was jetzt dabei rauskommt. Boah, okay, wir haben... ja, danke. Ah, okay. Gut, wir rennen sowieso das, eigentlich nur mit Licht rum. Ja, das machen wir nein, eh nicht. Sensitive. Das ist richtig. Au, das ist scheiße. Eigentlich nicht, weil der sowieso kaum Direct Damage macht. Ja, okay. Also benutzt zwar noch diesen Dolch im Moment, aber auch nur, weil wir nichts Sinnvolles haben. Okay, das ist cool. Eigentlich ist das gut. Ja. Eigentlich ist das gut. Sind wir ganz gut weggekommen. Es stört mich zwar trotzdem ein bisschen, aber stimmt. Also gut, eigentlich macht er nicht viel Damage, aber ich habe jetzt schon ein paar Mal mit ihm angegriffen. Genau, und das ist das, wenn über die Zeit weg können negative Perks dann. Genau, die werden dann eingeloggt und dann kostet das richtig Asche, sie zu verändern. Okay, aber ich würde sagen, wir haben es nochmal halbwegs abwenden können. Es lief ganz gut. Ja. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Genau. Bis dann. Ciao. Ciao.